Die Medien in Großbritannien sind entzückt. Der Name Lily wird nach dem Spitznamen von Königin Elisabeth II. Für ihre neugeborene Tochter könne als Friedensangebot von Harry und Meghan an den Palast gesehen werden, wird spekuliert. So berichtet der Mirror, schon lange bevor er Meghan kennenlernte, habe Harry seiner Großmutter Queen Elisabeth gegenüber den Wunsch geäußert, einmal eine Tochter nach ihr zu benennen. Und so hatte das im kalifornischen Exil lebende Paar in seiner Geburtsankündigung deutlich gemacht, dass die Queen beim Namen Patin gestanden habe. Lily wurde nach ihrer Urgroßmutter, ihrer Majestät, der Queen, benannt, deren Spitzname in der Familie Lilibet ist. Punkt Lilibet Diana. Wurde die Queen um Erlaubnis gefragt? Fragezeichen Punkt Der Mirror spricht von den oft zitierten gut informierten Queensen, die bestätigt haben sollen, dass Harry und Meghan zwar bei der Königin nicht offiziell um Erlaubnis gefragt haben sollen, die Monarchin selbst aber die Namensgebung eine bezaubernde Idee Anführungszeichen genannt habe. Die Meinungen bei den Experten in Sachen Monarchie auf der Insel gehen in dieser Angelegenheit von nationaler Bedeutung allerdings auseinander. Wie intzückend der Name doch sei, schrieb Buchautorin Ingrid Seward in der Zoom, fügte jedoch an, aber auch wie seltsam, dass sie sich entschieden haben, einen so intimen königlichen Spitznamen für ihre Tochter zu verwenden, wo sie doch vorgeben, sich aus dem königlichen Leben zurückziehen zu wollen. Punkt Zwar sei der Spitzname der Königin allgemein bekannt, doch letztlich sehr persönlich, so Seward. Es wird berichtet, Elisabeth habe sich als Kleinkind selbst so genannt, später nutzten auch ihre Schwester Margaret, sowie ihr Mann, der kürzlich gestorbene Prinz Philipp, ihn. Die Queen sei sicherlich erfreut und ein wenig irritiert Anführungszeichen über die Wahl, wird Ingrid Seward zitiert. Adelsexpertin, die Queen ist UNGELÜCKLICH Anführungszeichen über die Namensgebung. Deutlich kritischer zeigte sich die Journalistin Angela Lefin, die mit Harry in der Vergangenheit mehrere Interviews geführt hatte. Es ist nicht richtig, es ist UNHÖFLICH, sagte sie im Sender ITV in der Fernsehshow Good Morning Britain. Es war ein sehr privater Spitzname, den ihr Mann Prinz Philipp nutzte, der ja noch nicht lange tot ist. Anführungszeichen. Lefin sprach auch davon, dass ihre Majestät alles andere als glücklich über den Namen sein soll. Im Gegenteil, die Queen sei UNGELÜCKLICH, dass Harry und Meghan ihren sehr privaten Anführungszeichen und BESONDEREN Anführungszeichen Spitznamen, den nur ihr Ehemann und ihr Vater benutzt hatten, für ihr Zweitgeborenes gewählt hätten. Zumal das Paar sich die vergangenen Monate so UNHÖFLICH Anführungszeichen gegenüber der königlichen Familie gezeigt habe. Weit weniger in der Diskussion steht der andere Vorname des Kindes. Diana, nach Harrys 1997 tödlich verunglückter Mutter. So oft, wie der Prinz in den vergangenen Monaten seine Mutter erwähnt hatte, war die Namenswahl für Kenner der royalen Szene keine Überraschung.
Britische Adelsexperten wiesen eher darauf hin, dass Meghans Familie damit unerwähnt blieb. Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Noch keine Prinzessin. Lilibet Diana Mountbatten Windsor, so der offizielle Name des Babys, wog bei der Geburt rund 3500 Gramm und ist das 11. Urgroßkind der Queen und das erste, das nicht in den Landesgrenzen Großbritanniens zur Welt kam. Wie ihr älterer Bruder Archie trägt Lilibet, die auf Rang 8 der Thronfolge einsteigt, jedoch noch keinen königlichen Titel. Die Tochter von Harry und Meghan wird sich erst Prinzessin nennen dürfen, wenn ihre Urgroßmutter, die Queen, gestorben und Großvater Prinz Charles König geworden ist. Titel sind in Großbritannien nämlich erst den Enkeln von amtierenden Monarchen gestattet. Ob Lilibet Diana Mountbatten Windsor überhaupt Wert auf eine solche Bezeichnung legt, wird die Zukunft zeigen. Bei der Konstitution der Queen kann bis dahin sowieso noch einiges an Wasser die Themse Richtung Meer fließen.